Damit das Mentaltraining die hohen Anforderungen auch erfüllen kann, braucht es natürlich bestimmte Rahmenbedingungen, Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Die Ernährung ist nicht nur für die körperliche Leistungsfähigkeit entscheidend. Unser Gedächtnis, unser Nervensystem braucht auch enorm viel Energie. Viele Dienen unterschätzen, wie viel Energie eigentlich der Kopf verbraucht. Schachspieler brauchen annähernd fast so viel Energie wie ein Marathonläufer. Nur sind es andere Stoffwechselprozesse. Der Körper, die Muskulatur, die ganzen Stoffwechselprozesse brauchen eine ausgewogene Ernährung. Wir haben unten noch einen Link gemacht. Wir können jetzt nicht, da ist Zeit kurz, noch auf die einzelnen Ernährungsdetails eingehen. Von den Vitaminen, Mineralstoffen und alle wichtigen Elemente. Das braucht auch das Nervensystem, das braucht auch der Kopf. Darum ist es wichtig, dass man eine ausgewogene Ernährung hat, damit das Gedächtnis auch... Wer nicht trinkt, wird dumm. Eine sehr provokative Aussage. Ein Film, den wir als Zeigen von der Universität Erlangen. Das für den Gedächtnisprozess das Wasser eine ganz wichtige Bedeutung hat. Nicht nur für das Gedächtnis, sondern für alle Körper und Organe und biologische Funktionen ist das Wasser eine ganz wichtige Voraussetzung, dass es eine hohe Leistungsfähigkeit erfüllen kann. Ganz normales Wasser, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, ohne Kohlensäure, das ist ganz entscheidend. Viele Prozesse in einem Körper funktionieren auf dem sogenannten elektrolytischen Prinzip. Wenn zu wenig Feuchtigkeit, also zu wenig Wasser im Körper ist, tut der Körper das Wasser zum Beispiel von der Haut abziehen, damit er mindestens eine Minimalfunktion aufrechterhalten kann. Wasser, genügend Wasser trinken, ist ein ganz entscheidender Faktor. In der praktischen Erfahrung kann man sagen, dass es nicht wichtig ist, ob ich jetzt 2 oder 1,5 Liter Wasser trinke, sondern dass ich regelmäßig in kleinen Mengen Wasser trinke. So nur alle 2 Stunden mal einen halben Liter Wasser, so auf Baseldeutsch gesagt, hinterher schletzen, das bringt es nicht. Wenn man immer kleine Mengen, so alle Viertelstunde, zu sich nehmen, dann geht das Wasser in einer regelmäßigen Verteilung und die ganz wichtigen die Funktionen vom Körper werden dann mit der Flüssigkeit entsprechend versorgt. Warum das so wichtig ist? Wenn wir zu wenig Wasser trinken, wird das Blut dickflüssiger. Dementsprechend ist die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoff, das Abtransportieren, aber auch von Schlackenstoff, ganz stark vermindert. Gerade beim Kopf, wo wir sehr dünne Hohlgefäße haben, wo die Nervenzellen mit dem Blut versorgen. Wenn das Blut zu dickflüssig ist, kann der Transport nur ganz stark vermindert erfolgen. Und da stellt sich immer wieder die Frage, ja, wie viel Wasser muss man jetzt trinken? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt eine Minimalgröße, die ich so sehe, ab einem Liter. Aber es hängt natürlich auch von den Rahmenbedingungen der Situation ab. Bin ich jetzt im Moment im Training, dann muss ich, wenn ich schwitze, natürlich viel, viel mehr Wasser trinken. Ist es ein heißer Tag? Da gibt es eine interessante Faustregel, die ich von einem Sportmediziner einmal bekommen habe, die Information. Die dazwischen rein, immer wenn ihr auf die Toilette geht, die Farbe vom Urin anschauen. Ist der Urin dunkelgelb? Dann haben wir zu wenig Wasser getrunken, die Trierfunktion ist reduziert. Der Urin sollte ganz weiss, ganz hell sein, dann hat man genügend Wasser getrunken. Und jetzt kommt noch eine ganz wichtige praktische Erfahrung, die das Wasser trinken noch unterstützt. Vor etwa 12 Jahren habe ich angefangen, aus der Erfahrung heraus selber das Wasser zu trinken, weil auch die Leistungsfähigkeit im Beruf, nicht nur beim Sportler, wichtig ist. Da habe ich gemerkt, dass das Denken, Konzentrationsfähigkeit, Erinnerungsfähigkeit, wenn ich genügend Wasser trinke, viel besser, viel einfacher ist. Interessant ist die Wirkung auf das Immunsystem. Die Abwehrfähigkeit, zum Beispiel Grippe, einfache Erkältungen. Seit ich regelmäßig Wasser trinke, darauf achte, dass ich einen weissen Urin habe, hat sich das Problem von meinem Heuschnupfen völlig verändert. Ganz leicht spüre ich noch, dass irgendetwas mit der Pollen ist.
Mein Immunsystem ist wieder stärker geworden, meine Abwehrbereitschaft hat sich tatsächlich verstärkt und ich kann aus der praktischen Erfahrung nur jedem Menschen wirklich empfehlen, regelmäßig ein bisschen Wasser zu trinken. Die kleinen Portionen Wasser trinken haben auch einen grossen Vorteil, dass ich nicht dauernd auf die Toilette muss. Weil die geringe Wassermenge geht sofort wieder in die Hautzellen, in die Organzellen zurück und so wird die Blase nicht übermässig beansprucht. Probieren Sie es mal aus und Sie werden merken, dass das Wassertrinken einen grossen Vorteil hat. Zu beachten gilt auch, mit zunehmendem Alter nimmt das Durstempfinden ab. Man sollte nicht erst dann Wasser trinken, wenn man Durst hat, sondern wirklich regelmäßig das einsetzen. Ich löse das so, dass in meinem Computerprogramm alle 4 Stunden ein Blubbergeräusch kommt, das mich daran erinnert. Und so vergesse ich das Wasser trinken nicht. Die Wasserflasche gehört an jede Sitzung, in jedes Training, auch an Wettkampf. Ist, wenn man die vorgehenden Informationen und Betrachtungen anschaut, da muss man nicht mehr diskutieren, das ist wichtig, das braucht es. Dazu gehört jetzt aber auch selbstständige Denken. Die Fähigkeit zu bewerten, zu analysieren von Situationen, die im Training, im Wettkampf passiert sind. Ein Bild können zu machen, wie der Körper, wie der Kopf reagiert hat, wie ich es erfahren habe. Was meine persönlichen Eindrücke sind von einer sportlichen Tätigkeit. Dass ich das auch schildern kann, mir Notizen, mir Gedanken machen kann, so, dass es zwischen einem Trainer und der Athletin mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Leistungsentwicklung auch zu einem Dialog kommt. Ich bin der Auffassung, dass durchaus der Trainer die letzte Entscheidung noch hat, welche Trainingsform, wie man ein Training macht. Aber es ist auch wichtig, dass sich der Athlet einbringt, dass er ihm Feedback gibt, wie er das gespürt hat, wie er das hat können umsetzen und dass dort zwischen ihnen auch Gespräche stattfinden über das Training, über die Wettkämpfe, über die Leistungsentwicklung. Die Fähigkeit, aktiv zu denken und das Training nicht nur konsumieren und einfach nur das machen, was der Trainer sagt, das ist ganz wichtig. Ich weiss, nicht alle Trainer die in dir Meinung, die Auffassung teilen. Es gibt Trainer, die verlangen absoluten Gehorsam. Und es wird nur das gemacht, was er sagt und dulden keine Entgegnungen, keinen Widerspruch. Da muss jeder Trainer selber wissen, ob das der richtige Weg ist. Die offene Denkhaltung. Fähigkeit, positiv, konstruktiv auch Kritik zu formulieren und der Trainer auch zwischen ihnen fragen, warum haben wir das gemacht? Was bringt mir das? Was fördert das meine Entwicklung, meine Leistungsentfaltung? Also nicht einfach nur ein Training machen, wie der Trainer gesagt hat, wir machen es die Übungsform, sondern durchaus auch das hinterfragen. Das Mentaltraining tut das aktive Denken unterstützen. Es ist ähnlich wie beim Konditionstraining. Beim Konditionstraining, beim Fitnesstraining, beim physischen Training bekommt der Muskel einen Reiz. Und der Reiz durch die Belastung, durch die Form der Bewegung, tut den Muskel als solches verändern. Je nachdem, welche Trainingsform das ist, entweder wird der Muskel ausdauernder, er wird in der Rohkraft, in der Schnellkraft und so weiter. Beim Nervensystem ist es auch in der gleichen Art. Die Reiz, Stimulationen, die Eindrücke, die Gedanken, die auf die Nervenzellen wirken, dienen die Fähigkeit maßgebend beeinflussen. Nur gegenüber den Muskelzellen dienen die Nervenzellen nicht eine Bewegung umsetzen, sondern sie dienen Botenstoff, sie dienen Informationen weiterleiten. Und so ist wichtig, wie tue ich auch mein Gedächtnis stimulieren, wie ich es bewege. Und da ist eine grosse Gefahr. Wenn das Gedächtnis in einem zu grossen Anteil konsumieren tut, nur noch Sachen anschauen, Film, Musik hören und nicht
selbstständig, eigenständig tut, arbeiten, dann gewöhnt sich natürlich das Nervensystem auch daran und es tut auf diese Art sich nicht entwickeln. Und da haben wir einen ganz grossen Vorteil, dass also auch Persönlichkeitsentwicklung, Fähigkeit, Gedanken können zu formulieren, Überlegungen zu machen, durch das Mentaltraining sich verbessern.